Ja, hi ihr Lieben, hier ist wieder die Birte, heute wieder unterwegs für Ich liebe Oldenburg in unserem schönen Oldenburg. Heute geht's los von unserer schönen Lamberti-Kirche und zwar mit dem Thema Stichwahl in Oldenburg. Wie ihr ja alle wisst, am 28. September ist unsere Bürgermeisterschaftswahl gewesen und die ist gehörig in die Hose gegangen, weswegen wir jetzt nochmal eine Stichwahl haben mit dem Christopher Bark und dem Jörg Krugmann. Krugmann war richtig, ja. Und genau, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken und ein bisschen nachfragen, wie die Leute die beiden so finden, ob die Leute überhaupt zur Wahl gegangen sind. Und ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal los. Warst du auch wählen? Hand aufs Herz? Nein. Wie kommt's? Darf ich das fragen? Ich war nicht da und ich habe es irgendwie verpasst, das vorher zu machen. Und bei den großen Wahlen bin ich immer sehr zuverlässig und mache das dann auch vorher Briefwahl. Aber beim Bürgermeister dachte ich, du, einen wird's schon treffen. Und du warst auch wählen oder wie kommt's, wenn ich fragen darf? Weil ich nicht zwischen Scheiße und Scheiße wählen will. Okay, das ist meine Aussage. Waren Sie überhaupt wählen? Oh, ich muss gestehen, nein. Nein? Wie kommt's? Ich war nicht hier. Sie waren nicht hier? Das macht dann ja auch nichts. Das ist dann ja auch ein guter Grund. Sonst gehe ich immer wählen. So, warst du wählen oder warst du gar nicht? War ich gar nicht. Darf ich fragen, warum nicht? Also ich weiß, wird jetzt viel Kritik hageln, aber mich interessiert das nicht. Wir sind sehr beschäftigt mit der Arbeit. Und so. Also. Ja, das ist ja ein dummes Argument, ne? Du gehst aber wählen, darf ich das so fragen? Ich gehe auch nicht wählen. Darf ich fragen, warum? Erstmal, weil also ich habe mich schon eigentlich relativ gut damit auseinandergesetzt, wer was vertritt. Aber im Endeffekt ist es so, dass sich meistens doch nicht viel ändert. Na Mäuschen, bist du denn auch zur Wahl gegangen? Ja, also wenn das hier so läuft, dann ist doch gar kein Wunder, dass Oldenburg zur Stichwahl braucht. Ja, wir hatten hier leider so eine schwache Wahlbeteiligung von gerade mal 38,9%. Das ist zu wenig. Ja, leider. Viel zu wenig. Viel zu wenig, ja. Wie kann man seine Meinung äußern, wenn man nicht zur Wahl geht oder auf Demos geht und der sagt, nee, wählen gehe ich nicht. Ja. Das ist doch nicht richtig irgendwo. Aber sonst gehst du auch immer wählen, fleißig. Ich gehe immer wählen, genau. Und ist dein Favorit jetzt auch mit in der Stichwahl? Ja. Und den wirst du wieder wählen? Ich gehe davon aus, ja. Warst du wählen? Darf ich das so fragen? Ja. Du warst wählen. Ist dein Favorit mit dabei gewesen bei der Stichwahl? Ja, also so einen wirklichen Favoriten habe ich nicht. Ist halt nicht dabei. Ja, aber ich denke eher, dass es die SPD werden sollte als die CDU, also von daher. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, warum die Oldenburger so ein bisschen wählfaul sind? Weil es ist ja eigentlich, ja, wenn ich es mal so sagen darf, ja echt blöd, weil man darf wählen und warum geht man dann nicht? Kann ich nicht sagen. Also weil ich eigentlich immer dafür bin, dass man auch wählen geht und kann nicht nachvollziehen, warum so wenig gewählt wird. Entweder ist, also ich weiß nicht, ob es zu junge Leute sind, die sich einfach noch nicht dafür interessieren, kann ich nicht sagen. Wer nicht wählen geht, kann seine Meinung nicht äußern und kann deswegen auch keine Kritik äußern. Ja, ihr Lieben, also ich sehe es so ein bisschen wie die Lena gerade eben. Ich kann mir auch nicht so richtig erklären, warum wir Oldenburger nicht so richtig Bock auf die Wahl haben. In anderen Ländern ist es leider Gottes so, dass die Leute für ein Wahlrecht auf die Straße gehen. Wir wollen erstmal schauen, wie es jetzt am Sonntag läuft mit unseren beiden Kandidaten. Und wir werden euch auf alle Fälle auf den Laufenden halten. Bis dahin, eure Birte.